Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Heute ist wieder mal Blätterzeit und zwar schauen wir uns die Ausgabe 1 im siebten Jahrgang, also 1995 an. Ist eine sehr farbenfrohe Ausgabe, wie man sieht. Es ist mal wieder eine Januar-Ausgabe, wie in der letzten Folge ja schon. Deswegen erwarte ich jetzt keine großen Superspiele-Enthüllungen. Ja, Hauptthema scheint Wario Blast zu sein und wo ich mich schon drauf freue. Crazy Chase. Da habe ich ja meine Retro Panda Quasi Folge zugemacht. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie sie das hier hochhalten. Aber fangen wir mal an. So, Super Nintendo, das Kid Clown in Crazy Chase, Super Punch-Out, Pac-Man 2, Illusion of Time, Tetris und Dr. Mario, Donkey Kong Country und natürlich der Dauerbrenner Secret of Mana dabei. NES nimmt natürlich 1995 schon arg ab, ist nur noch Wario Woods, Game Boy, Mario Blast, Mega Man 3 und DuckTales 2. Ja, ich würde sagen, so von den Spielen her eine eher magere Ausgabe, oder? Wenn man gefühlt in den letzten Ausgaben, in den frühen Ausgaben, da wurde man zugebombt. Aber naja, schauen wir mal rein. So, erstmal die Mailbox. Das ist ja immer so am uninteressantesten. Natürlich hier die schönen Zeichnungen. Ach, Plock ist sogar dabei. Schau mal an. Hat es quasi in der Gunst der Spieler hochgeschafft. Da guckt euch mal. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Wenn ihr das natürlich jetzt mit dem Handy schaut, zoomt mal ran. Ah, herrlich. 90er Jahre T-Shirt oder was das sein soll. Haha, herrlich. Ja, und dann fangen wir hier gleich schon an. Kid Clown in Crazy Chase. Ja. Das muss echt ein Lama-Monat gewesen sein, muss ich sagen. Weil das Spiel ist Grütze. Also technisch sieht es wirklich spitzenmäßig aus. Wie gesagt, ich habe ja mal eine Retro-Panda-Quetzi-Folge dazu gemacht. Steuert sich komisch durch die ungewöhnliche Perspektive. Technisch super, kann man nichts sagen, aber ja, also dass das jetzt so hoch gehypt wurde, kann man eigentlich nur damit erklären, dass da irgendwie Marketinggelder geflossen sind oder ähnliches. Ich kann es mir nicht anders erklären, echt nicht. Aber hier schön, ne? Schöner 90er Hintergrund. Ja, komisch, sie zeigen hier nur so rangezoomte Ausschnitte. Ah ja, genau. Und zwar hat man es hier. Und zwar ist das, glaube ich, der erste Level. Den habe ich auch in der, genau, Stage 1 Wald in der Retro Panda Quetzig Folge gespielt. Ist halt so, dass es quasi, ja, heute auf dem Handy oder ähnliches würde man vielleicht Endless Runner dazu sagen. Das heißt, ihr startet hier, müsst halt die Strecke runterlaufen, Hindernissen ausweichen, Sachen einsammeln und so weiter. Also kein klassisches Jump'n'Run. Problem ist, ihr seht es an der Perspektive hier. Dadurch ist die Steuerung nicht gerade einfach, weil die halt so leicht angeschrägt ist und man nie so hundertprozentig weiß, wo man ist. Und das allergrößte Problem, wo ich da wirklich das Kotzen bekommen habe, es reicht nicht, dass ihr einfach halt zum Ende kommt. Nein, wie man hier sieht, man muss so Kartensymbole einsammeln. Und sobald man einen verpasst hat, was sehr, sehr, sehr schnell passiert, ist Game Over, beziehungsweise verliert ihr ein Leben und müsst von ganz vorne wieder anfangen. Ah, wer hat sich das überlegt? Und dann wird das hier noch so hochgehypt. Freunde, das ist kein Spaß. Nee. Dass das hier so hochgehypt wurde. Okay, oh, ich sehe hier endlich mal die anderen Städte, aber das sieht ja im Prinzip genauso aus. Mal gucken, was er sagt. Ich bin plattgewalzt worden, in Pfützen gefallen, explodiert, weggeweht worden, auf Bananenschalen ausgerutscht und in Reißnägel getreten. Außerdem haben mich mehrere Autos überfahren. Bis zur nächsten Ausgabe muss ich mich erstmal erholen. Hm? In der nächsten Ausgabe wollen wir dich auch gar nicht sehen. Alter. Alter, ist das Spiel scheiße, ey. Und dann haben sie hier große Titelstory. 1, 2, 4 Seiten. What the fuck? Aber nun gut. Da sieht man, es ist im Prinzip ein Werbemagazin. Was allerdings nicht schlecht ist, ist Super Punch-Out. Ich muss sagen, das war auch einer meiner ganz, ganz frühen Tests, wo ich das mal gespielt habe. Das ist an mir damals komplett vorbeigegangen, dass es dieses Super Punch-Out gab. Wahrscheinlich, weil es anscheinend relativ spät erst erschienen ist.
Ja, ich bin natürlich mit dem NES-Teil aufgewachsen, habe den gesuchtet ohne Ende, deswegen ist der für mich im Herzen natürlich besser, aber natürlich technisch gesehen ist Super Punch-Out, setzt da überall noch ein bisschen was drauf, ist natürlich auch dieser ursprünglichen Arcade-Version, worauf das Ganze ja basiert, optisch natürlich auch eher entsprechend. Ja, schönes Spiel, kann man nichts sagen, wobei hier der, das ist ja der erste wirklich schwere Gegner hier, der Dragon Shan, bei der so komische Tritte macht. Boah, habe ich gebraucht, um da dran vorbeizukommen. Aber das ist halt Punch-Out. Das, ihr müsst euch die Muster der Gegner merken und dann wisst ihr, wie man so kontern kann und dann geht's eigentlich, ne? Ja, vorbei natürlich, ja, es ist halt Punch-Out, ne? Aber guck mal hier, das hat auch 4 Seiten bekommen, wie Kid Clown. Obwohl es das 1000-mal bessere Spiel ist und natürlich von Nintendo selbst. Beziehungsweise werden die das, glaube ich, gepublished haben. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, ob die das jetzt auch selber programmiert hatten. Da kann ich mich auch eventuell irren. Da will ich jetzt nicht für meine Hand ins Feuer legen. Ja, aber hier natürlich den ganzen Einzelkämpfer vorgestellt. Der B-Hugger, der Gabby J, die gehen eigentlich noch. Der genauso, wie gesagt, also der erste, den ich wirklich frustrierend fand, war Dragon Shan. Bad Bull kannte man ja noch aus dem ersten Teil. Deswegen hat man da die, ich glaube, spielte sich hier sogar genauso. Deswegen hatte ich das eigentlich ganz gut drauf. Ja, Pac-Man 2, da habe ich mal irgendwo mal ein Video gesehen. Ich glaube bei GameSec oder ähnliches, bin mir nicht sicher. Das hat ja wirklich nur den Namen Pac-Man überein. Das ist nicht dieses klassische Pac-Man, wo ihr das Labyrinth habt, wo ihr denn die Geister verfolgen müsst. Und das scheint hier so eine Art Adventure zu sein. Habe ich persönlich noch nie reingespielt. Irgendwann werde ich das sicherlich mal machen. Wobei es natürlich auch nicht federfrei ist. Ist natürlich auch so ein bisschen komisch, ne? Ich glaube, das Spiel steuerte man den Pac-Man denn eher so indirekt, ne? Aber es ist mal interessant, dass da diese daher schon so langsam angestaubte Lizenz noch ein bisschen neu aufgepeppt wurde und da was ganz anderes rein interpretiert wurde. Faszinierend, was da alles möglich war, ne? Und schon wieder Illusion of Time. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das keine dicke Ausgabe ist, ne? Oder kommt mir das irgendwie nur so vor? Also von den Seiten her geht's eigentlich. Illusion of Time, ja, das hatte ich damals sogar gespielt. Ja, kommt meiner Meinung nach nicht wirklich an Secret of Mana ran, aber das ist natürlich sowieso schwer. Ist aber ein schönes Spiel. Das ganze Kampfsystem ist eher so auf Action ausgelegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hier wesentlich komplexer, hier kann man so Figuren einsammeln, womit man dann verschiedene Skills leveln kann. Ja, der Clou ist halt, dass ihr eigentlich so als normaler Junge spielt und euch dann teilweise dann halt hier in so einen Ritter verwandeln könnt an bestimmten Statuen und so weiter. Also es ist ein interessantes Rollenspiel, hat einen sehr interessanten Ansatz, was ich so auch bisher nie großartig woanders gesehen habe. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, ist nicht umsonst auch eines dieser großen Rollenspiele für das Super Nintendo, wobei es nicht so ganz in der A-Liga wie zum Beispiel Secret of Mana oder Chrono Trigger und so weiter spielt. Aber ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Also Gottes Willen, nicht, dass er mich falsch versteht. Das ist wirklich immer noch gut, aber etwas anders, was auch gut ist. Es muss ja nicht alles das Gleiche sein. Hier könnt ihr natürlich hier, oh, man kann laufen und rennen. Ja, ihr könnt laufen. Ihr könnt euch bewegen. Und das in einem Rollenspiel. Das ist ja Revolution, würde ich sagen. Ach genau, hier haben wir die Metamorphosen. Gottes Willen, ich sollte nicht abends nach einem langen Arbeitstag hier noch aufnehmen. Einmal dieser Ritter und dann ist das hier so eine Geistgestalt, was so ein bisschen, ja, so Magier ist der falsche Ausdruck, aber halt so Lichtgestalt, wo ihr halt richtig, richtig stark drin seid. Und dann sind wir hier schon beim nächsten. Also das springt hier in der Ausgabe wirklich gefühlt von Spiel zu Spiel. Ja, Tetris und Dr. Mario, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gespielt, aber ist logischerweise eine Kombination aus Tetris und Dr. Mario. Ich weiß, große Überraschung. Da wäret ihr nie von alleine drauf gekommen. Ja, ich weiß gar nicht. Mal gucken, Knobel Power im Superpack. Hier ist das so nebeneinander, kann man das in quasi auch in Zwei-Spieler-Modus. Einer spielt Tetris, einer spielt Dr. Mario. Ach, stimmt hier. Man kann Tetris auswählen, Dr. Mario und ein Mixed Match. Tatsache. Interessant.
Das ist aber, finde ich, ein schöner Ansatz, dass man diese beiden eher einfachen Spiele nicht einfach so jetzt 1:1, 2:1 mäßig quasi auf das Super Nintendo portiert, sondern dass man sich auch Gedanken macht, wie man diese beiden Spiele verknüpfen kann. Ja, gute Idee. Also muss ich mir irgendwann mal anschauen. Ich sitze allerdings jetzt nicht ganz, ehrlich gesagt, so ganz hoch auf meiner Super Nintendo Kaufliste, weil, naja, ist das Tetris und Dr. Mario. Kennt man halt, ne? Dann, wenn man sozusagen ein Budget hat, dann kaufe ich mir lieber Spiele, die ich noch nicht kenne, wo ich ein bisschen was Neues erforschen kann, als so altbekanntes, ne? Geht euch vielleicht auch so, ich weiß nicht, aber ich gucke mir dann lieber wirklich Spiele an, die ich noch nicht kenne. Genau hier, Mixed Match, Tatsache. Nee, hier haben sie aber nicht die beide, zumindest nicht abgebildet, dass es verschieden ist. Na gut, ich glaube, ich muss euch nicht erklären, wie Tetris und wie Dr. Mario geht. Also da müssen wir jetzt nicht noch näher in die Analyse reingehen. Donkey Kong Country, das ist da doch schon längst erschienen, oder? Das scheint hier denn so ein bisschen komplett hilfenmäßig zu sein. Ich werde da mal kurz zum Dings. Nee, doch, tatsächlich. Ich dachte, das wäre hier so die Trickzone, kommt erst später. Ha, okay. Gut, das ist ja im Prinzip hier die Level vorgestellt. Das, was ich hier noch im Sturztal fand, ich richtig geil, dass das so Nachtstimmung ist und dass das die Musik hier auch noch so prima untermalt, ne? Diese Nachtstimmung, dass das alles so ein bisschen gedämpft ist, die Musik und sowas. Gut, auch über Donkey Kong Country, das kennt ihr alle. Da muss ich jetzt noch keine großen Worte verlieren. Der Unterwasserlevel, boah, ich habe immer Unterwasserlevel wirklich gehasst. Hier ist es ja wenigstens so, glaube ich, dass man keine Luft hat und man ständig irgendwie auftauchen muss. Sowas mag ich immer nicht, ich weiß nicht. Aber auch so die Steuerung und so weiter. Ich fand Unterwasserlevel schon in Mario eher so. Unterwasser- und Eislevel war ich nie ein Fan von. Ach. Secret of Mana. Schöne Art hier sehe ich gerade, da wo sie denn Lufti heißt er ja in der deutschen Version und finden den Drachen. Ja, sehr schön. Aber das scheint ja auch mehr so jetzt so in Richtung. Etwas Komplettlösung zu gehen, weil ich glaube, Secret of Mana müsste vom Thema her da eigentlich schon längst durch sein, aber wird natürlich jetzt gefühlt schon über Dutzende Ausgaben irgendwie gestreckt und vorgestellt natürlich, weil das halt der große Shit damals war, ne? Ist es ja heute immer noch so gesehen. Genau, das ist hier relativ denn in der Mitte des Spiels, glaube ich, hier, wo man Dorf der Kobolde hat, diesen vier Jahreszeiten weit ist das, glaube ich, oder? Der Drache in den Trüffelfeldern, okay, gut. Aber wie war es da, wo man einen Drachen bekommt? So, genau, hier mit dem Schiff. Ja, das bildet jetzt so 1:1 fast, glaube ich, den Spieleberater ab im Prinzip. Da haben sie natürlich dann jetzt auch Billigseiten irgendwie generiert, ne? Unbezähmbarer Markus, das war einer der einfachsten Bossgegner, die es gab. Na gut, und hier ist natürlich auch so ein Beispiel, das war ja schon der zweite Boss, glaube ich, wenn man auf die Kobolde trifft. Das haben natürlich dann öfter auch mal so denselben Boss genommen, nur eine andere Farbe, wie man es damals halt gerne gemacht hat und halt mehr Hitpoints oder vielleicht noch eine Eigenschaft mehr oder irgendwie sowas und zack, hatte man einen neuen Boss. Ne? Die Wand wurde ein paar Mal recycelt, ich glaube er hier sogar auch. Ich bin mir gerade aber nicht so hundertprozentig sicher. Ja, Kristallweite, da findet man den Weihnachtsmann. Da weiß ich nur, dass ich damals sehr überrascht war. Powerberater. Hey, oh, was? Es gibt einen Powerberater zu Link's Awakening? Ha. Wusste ich noch gar nicht. Also das ist wirklich an mir vorbeigegangen. Ha. Den muss ich mir mal besorgen. Also wenn einer zuhört und den zu Hause hat, kann er mir gerne ein Angebot machen, wenn er den loswerden will. Würde mich interessieren. In Japan hat die Zukunft schon begonnen. Nintendo präsentiert den Virtual Boy. Ja. Wird der Hammer. Wird der nächste heiße Shit. Game Boy bekennt Farbe. Endlich. Game Boy Special Edition ist da. Achso, oder transparent. Ich dachte, hier wird der Game Boy Color jetzt angeteasert. Aber das Prinzip jetzt nur die verschiedenen Cases, ne? Ja, die Transparente, das weiß ich, das war damals der große Shit, wo man plötzlich die Elektronik sehen konnte, aber herrlich, versteht, na. Nun ist es amtlich, noch vor dem Ultra 64, okay, da war das noch der Arbeitstitel, wird in Japan bereits ein weiteres revolutionäres Nintendo-Produkt erscheinen, das Ende letzten Jahres auf der Shoshinkai
einer der größten Videospielmessen der Welt erstmalig vorgestellt wurde. Das Projekt trägt den Namen Virtual Boy und ist ein 32-Bit-System, das hat über zwei auflösende Spiegelscanner LED-Displays verfügt, die in einer futuristischen anmutenden Brille installiert sind. Diese machen die Erzeugung einer bisher einzigartigen 3D-Perspektive möglich. Ergänzt wird das System durch einen Double Grip Controller, der mit gleich zwei Steuereinheiten den Anforderungen dreidimensionaler Videospielwelten gerecht wird. Als erstes Spiel für den Virtual Boy ist ein neues Mario-Abenteuer, so ein Flipperspiel, geplant. Wann und ob der Virtual Boy auch in Europa erhältlich sein wird, steht zurzeit noch nicht fest. Sobald es weitere Neuigkeiten über den Virtual Boy gibt, wird euch Club Nintendo darüber berichten. Ja. Super. Obwohl teilweise sind die Spiele wohl gar nicht so schlecht da drauf. Es gibt einen guten Kanal, der heißt Jeremy Parrish. Der hat momentan auch so eine Serie angefangen, wo er so ein bisschen die Virtual Boy Spiele vorstellt. Also das ist ein englischer Kanal. Sehr empfehlenswert, aber da scheinen manche Spiele durchaus ordentlich zu sein. Das Poster. Das müsste ich mir eigentlich irgendwo hinhängen, oder? Ein geklaut Crazy Chase Poster. Genau das habe ich gebraucht. Charts. Zelda 3, klar, Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Secret of Mana, All Stars, Super Metroid, Mega Man X, ne, Equinox. Das habe ich mal in Namen gehört, aber sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, aber ich würde sagen, keine großen Überraschungen jetzt, ne? Game Boy genauso, Link's Awakening, Mystic Quest, Super Mario Land 2, 3, Kirby's Pinball Land, das ist überraschend bei den Profis mal wieder, Super Mario Land 1, klar, Quirk auch, super Spiel, Mystic Quest, Dr. Mario, Donkey Kong, Stümpfe, ja, wie immer hat man das Gefühl, dass bei den Profis immer so ein bisschen mehr auch so die Anzeigengelder, sage ich mal, mit reingespielt haben. Ja, dann haben wir hier NES, Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3, Dr. Mario, Mega Man 3. Ja, ist alles wenig überraschend, würde ich sagen. Ne? Battle of Olympus. Habe ich noch nie gehört. Naja, mal gucken, der Thorsten Plink. Ne? Schöne 90er Jahre. Was, der ist 27, der Spieleberater? Gott, ich weiß ja, ob ihr das richtig seht, aber der sieht richtig alt aus. Link's Awakening, Mystic Quest, Metroid, Bart Simpson's Escape from Camp Deadly, sag mal, auf deinem Platz 4. Der gehört von seinen Eltern aber geschlagen, hier auf Platz 4. Blätter ich gleich weiter. Ja, Schlümpfe, Game Talk, ja, verschiedene Systeme. Boah, ja, weiß ich nicht. Schlümpfe. Sind solide Spiele, Achtung, Panda Keyword, aber ist nicht wirklich gut, ne? Aber haben sie hier schön gemacht, wobei sie natürlich auch teilweise hier mal eine höhere Auflösung benutzt haben können. Ja, Wario Blast, schönes Spiel, muss ich sagen. Wobei mir Dyna Blaster ehrlich gesagt auf den Game Boy besser gefallen hat. Hier hat man halt noch so ein bisschen Bosskämpfe mit drin und so weiter. Aber Dyna Blaster für den Game Boy finde ich persönlich besser, wobei das natürlich fast schon eine Dyna Blaster Version 2.0 ist hier. Ist auch ein schönes Spiel, aber ist halt ein Bomberman halt noch ein bisschen aufgepustet quasi, ne? Also, ja, ihr wisst, was euch erwartet. Mit Bossen, mit verschiedenen Gegnern, die üblichen Power-Ups. Also man kann es ja schön reinsteigern. Also wenn man Bomberman oder Dyna Blaster mag, kann man hier auf jeden Fall mal gut reinschauen, auf jeden Fall. Wow, da haben sie aber hier richtig... Da mussten sie Seiten generieren, oder? Hat man das Gefühl. Ja, Mega Man 3. Mega Man Spiele, muss ich gestehen, habe ich nur Mega Man Dr. Wily's Rache bisher auf den Game Boy gespielt. Ich habe hier noch irgendwo von Mega Man 2 das Modul rumfliegen. Aber ja, das ist halt, das soll ja nicht so gut sein. Ich weiß es natürlich jetzt nicht, wie Teil 3 ist. Sieht auf den ersten Blick halt wie Mega Man aus irgendwie. Auch hier haben sie ganz schön viel Platz irgendwie. Ne? DuckTales 2. Ja, habe ich auch schon einen Test zugemacht. Finde ich, ist halt DuckTales. Ist halt ein bisschen DuckTales 1 genommen und so ein bisschen was draufgesetzt, aber nicht enorm viel. Ja, ist auch damals an mir vorbeigegangen, deswegen mag ich den ersten Teil auf jeden Fall auch lieber in dem Fall. Hier kann ich euch empfehlen, wenn ihr das physisch haben wollt als Modul, kauft euch die Gameboy-Version. Die ist wesentlich günstiger als die NES-Version, die man hier sieht. Weil anscheinend, na gut, das erschien spät.
da haben sich wahrscheinlich viele verkauft. Und ja, die Gameboy-Version ist ja, war ja oft so, dass die NES-Version auf den Gameboy portiert wurde, fast 1:1 mit halt abgespeckter Grafik, logischerweise. Und daher verpasst ihr vom Spielgefühl, sage ich mal, nicht viel. Ja, die Trick Zone, wie immer. Suhl, ja, Tricks halt, ne? Probotector. Superstar-Galerie. Oh, cool. Kann man hier Geburtsort und sowas. Link ist in Hyrule geboren. Hobbys hat Edelsteine und Herzchen sammeln. Mit Prinzessin Zelda flirten und sich im Schwertkampf üben. Sein großes Vorbild, Robin Hood. Das ist aber eine andere Dimension, ne? Kirby, Dreamland, Hobbys. Glitzersterne polieren. Entschuldigung, ich muss gerade an was anderes denken. Als Flipperkugel einen drauf machen. Detektiv spielen. Sein größtes Vorbild, Humphrey Bogart. Pac-Man, Kullerland, Fragezeichen. Hobby, seine Familie ist sein größtes Hobby. Doch auch das Sammeln von Power-Ups und Früchte machen ihm große Freude. Aha. Mario, Geburtsort Brooklyn. Ich habe irgendwie immer gedacht, dass Mario in Japan geboren ist, ehrlich gesagt. Hobbys, Pizza essen, Prinzessin retten, Pasta essen, Koopa stampfen, Junkfood verschlingen und natürlich einen Schlaf der Gerechten schlafen. Also super Vorbild für die Kinder. Geburtsort Bananenpalme. Die Bananenpalme. Hobbys, Bananen sammeln und fressen. Fässer aller Art. Hübsche junge Frauen sammeln. Ja gut, das ist ein normales Hobby, würde ich sagen. Ne? Samus Aran, Planet Zebes. Hobbys. Samus liebt Rätsel aller Art. Liebt Rätsel aller Art und gibt selbst so manches auf. Achso, wegen Rätsel aufgeben. Ja. In ihrer Freizeit erholt sie sich der Käfer kräfteraubenden Jagd, indem sie viel schläft und schon lange in der Badewanne liegt. Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Simon Belmont, Transsilvanien, logisch. Am liebsten liest er vorzugsweise englische Klassiker, wie zum Beispiel Dracula. Wow. Donkey Kong Country Comic. Auch schön. Ich mache mal wieder hier, falls ihr lesen wollt, und Standbild. Ich packe mal meine Griffel weg. So. Nächste Seite. So. Ja, sind wir schon fast durch, ne? Mario Woods fürs NES. Da habe ich ja die Super Nintendo Variante gespielt. Ich glaube, das war das Spiel, was ihr nicht so geil fand. Genau, wo ihr den kleinen, Steuerung finde ich persönlich kacke, weil ihr halt diesen kleinen Totem steuert und damit halt die Gegenstände dann neu sortiert und kombiniert. Und das ist einfach viel zu fummelig, finde ich. Mag ich nicht. Bin ich nicht mit warm geworden, deswegen da. Jo. Und dann sind wir schon durch, ne? Ich sehe gerade, Batterie meiner Kamera blinkt rot. Gutes Timing. Hier wieder das schöne Secret of Mana Werbung. Ja, dann sind wir wieder durch. Eigentlich ganz solide Ausgabe. Bisschen wenig Spiele, würde ich sagen. Und wie gesagt, Titelthema Crazy Chase. Verstehe ich nicht. Und dann noch als Poster. Da kann ich mir wirklich nur vorstellen, dass da Marketinggeld reingeflossen ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Naja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal wann ihr das guckt, ob ihr das am Sonntag guckt, wann das hier rauskommt oder ähnliches. Denkt dran, ich finde euch alle fantastisch, ihr seid fantastische Menschen. Und dann sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Leute. Tschüss.